legen wollen, innerhalb der KWK, innerhalb der Sektion Taekwondo Aikido. Das erste Seminar, diese Seminarreihen, die werden so ein bisschen wandern. Ich habe schon gehört, nächstes Jahr gehen wir mal Willig. Wir machen Willig die Stadt unsicher. Wir wollen nicht speziell Techniken vorgeben. Das haben wir uns vorgenommen. Sondern wir wollen vielmehr darauf eingehen, wie funktionieren die Techniken, warum mache ich überhaupt diese Bewegung, warum kann ich das nicht anders machen? Oder wenn ich es anders mache, was passiert? Ja, es geht darum, dass wir eine Basis rausarbeiten im Moment. Und die ersten beiden Einheiten werden wir hauptsächlich mit Teilen verarbeiten. Andreas, der jetzt seinen vierten dann Cookie-Wara bekommen hat. Das Waffenprogramm kümmern. Frage, weil wir wollen das ja ein bisschen fröhlicher gestalten. Wie irgendwelche Vorschläge zu den Techniken? Koshinage. Ja! Ja! Nee! Na toll! Wir versuchen so nah es geht am Prüfungsprogramm zu bleiben und es auch so zu interpretieren, wie wir das sehen. Ich mache keine Kuschelnadel. Es kann sein, dass jemand anders das wieder anhat, sieht und sagt, das ist Humbug. Aber. Das wollen wir nicht hoffen. Ich hoffe, wir wissen, was wir tun. Und das ist eigentlich unser Ziel, dass das Thema ist. Und daher würde ich sagen, lass uns einfach mal anfangen. Keiner hinkommt, oder? Beginn traditionell. Beginn traditionell. Ja, du kriegst kein Foto. Dich kennt man. Für die Preiszeit. Ja, jetzt. Anfang an. Bitte schön. Fragen? Fuß auf Farben. Lockout-Schulter, die Bewegung kommt, wird eingeleitet aus der Hüfte. Okay. Nicht graben, ne? Sondern es geht sich darum, der Punkt bleibt da und wird auch nicht verändert. Ich kann ja hier rüber frei in alle Richtungen. Weil seine Idee ist ja, er will rumkommen. Ja? Und steht dann wieder vorne. Ich kann ihn ja nicht von hier. Und dann stehen. Und ich versuche die Bewegung. Es geht darum, die Energie, die er schickt, optimal natürlich zu nutzen. Ne? Und wenn er stehen bleibt und sich nicht bewegt, kann ich ihn nicht mitreißen. Ne? Das heißt, in einem gewissen Maße versucht er natürlich, sich nach vorne zu bewegen, wieder zu mir hin. Ne? Und das kann ich nutzen. Also, nah am Partner bleiben, aber nicht blockieren, ja? Also nicht Karambolage. Ja? Und er will weiter rum, das nehme ich auf. Nee, nicht.
Konzentration nicht zu sehr auf den Partner, dass ich ihn angucke dabei, sondern wir gucken in eine Richtung, wenn ich ihn bewege. Nicht so, was macht er denn? Ja? Da kommt sowas aber raus. Ja? Das soll ich selber mal beobachten. Von außen sieht man das aber ganz schön, weil selber kriegt man das manchmal gar nicht so mit. Ne? Also es geht nicht darum, kommen wir nochmal auf hier. Falsche Richtung und ich stehe dann quasi in den rechten Winkel. Ja. Ja, wir gucken beide in eine Richtung. Ja. Und beim Palast das gleiche. Ne? Er kommt. Er ist gar nicht erstmal so relevant für mich. Ne? So ein großes Interesse habe ich da nicht. Ne? Ich mache wieder. Ja. Was wichtig ist, ist die Ellbogen tief zu bringen, ja? Die Hüfte. Und jetzt gucke ich auch schon wieder in seine Richtung. Ja? Hoch, als wollte ich mit dem Schwert rausholen. Mein Fuß hinter ihm positionieren. Ja? Und nur mal als Dehnung. Hier auch kontrollieren. Festpassen. Ne? Es geht sich jetzt nicht um Ziehen oder nach oben drücken. Ne? Das wäre eine andere Technik. Ne? Also es geht sich jetzt nur darum, den Partner zu fixieren. Ne? Hier an der Stelle. Ne? Und auch hier hinter, ne? Ich kann meinen Körper ja auch noch bewegen. Ne? Dieser Punkt wird erstmal nicht erinnert. Ne? Also entweder macht man es direkt hier aus dieser Auflehnung. Ja? Aber ich drehe mich hier rum und gucke in seine Richtung. Und ich bin locker entspannt. Nicht mit Bizeps. Ne? Aber nicht so. Ne? Nicht mit Ellbogen jetzt versuchen das. Ne? Sondern hoch. Ne? Da gibt es auch einen Schatten. Ich muss jetzt hier. Ne? Die Rede so. Ne? Nicht so. Ne? Das. Also nochmal hier. Ne? 45 Grad von der Grundlinie. Keine Kraft nur. Ne? Nicht mit muskulärer Kraft. Hüfte tief. Ne? Hoch. Nicht in die Hand hoch. Unter seinem Kinn. Ja?
Armin. Anbieten. Und festhalten. Und jetzt erst den Fahrer angucken. Falls die Füße auch hochkommen. Ne? Nicht direkt zu ihm Drehpunkt. Ne? Und nicht zu viel Kraft. Ne? Ich muss natürlich so viel Kraft einsetzen, um meine Muskeln hier zu bewegen oder überhaupt die Bewegung auszuführen, aber nicht muskuläre Kraft rein. Ne? Auch nicht zu sehr im rechten Winkel zu stehen. Das blockiert. Ne? Ich muss hier. Ne? Deine Richtung gucken. Ne? Locker. Ne? Zur Niere angedeutet. Ja. Jetzt bringe ich seine Hand in die linke Hand und ja, das Schritt vor ihm. Ja. Wie bei der Wippe, muss man sich das vorstellen, ja, nach da oben gucken, dann käme der Wurf nach da. Den Wurf lassen wir.
ruhig, ganz ruhig und langsam. Sauberkeit ist wichtig. Ja? Weit aufs Grund, zu meiner Hand gucken. Ja? Ich, das, ich muss ein Kreuz bilden. Beim Burschenlage. Ja? Wenn ich noch stehe. Wenn ich hier stehe und versuche ihn zu schultern, das geht nicht. Ja? Danke für schön, ja. Das geht schon, ja? Einmal. So, wir wollen das Gruppe weg machen. Also. Entschärfen mit der Rolle. Dann lege ich ihn nur so leicht im Po auf. Wenn er das machen wollt, ist auch okay. Um so ein bisschen in den Fluss reinzukommen. Also wir müssen nicht werfen. Auf. Ja. Also manchmal ist er schneller runter, als man denkt. Und dieser Moment ist auch wichtig. Vor allem, wenn ich daran denke, wenn ich eine kleinere zierlicher Person bin, Frau, ne, muss das ja auch mit mir funktionieren. Ne? Das Problem ist, wenn ich ihn auflege, ne, und ich mache das so im Kiberdatsch, ne, das geht. Aber jetzt ist alles muskulär. Das heißt, hier auf meinem Oberschenkel nicht da drauf und dann falle ich runter. Ne, oder ich sacke ein. Das ist oftmals der Fehler. Ne? Was man vermeiden muss, ja, ist, man macht Folgendes. Ich stehe hier im Hangi, dann lege ich ihn auf. Und meine Beine sind jetzt durchgedrückt. Jetzt ist kein Muskel mehr im Sinne im Spiel, ja? Mit dem ich ihn das ganze Gewicht hier abwehren muss. Ne? Das ist wichtig. Man muss natürlich diesen Moment erstmal rauskommen, das Spiel. Übung. Auf. Nach oben wirklich gucken. Nach oben. Und das. Der Partner macht erstmal das, ja? Weil er würde sich festhalten hier. Das wäre für mich angenehm, ne? Festhalten. Ich lasse ihn los und er kann abklatschen. Also nur auflegen, ne? Da müsst ihr euch vorstellen, ne? Ich bin senkrecht und er liegt wirklich hier auf meiner Hüfte auf. Ne? Und zwar waagerecht. Ne? Wenn es irgendwo nach da geht, dann stimmt es nicht ganz. Ne? Natürlich kann man, es gibt viele Möglichkeiten, um Kuschelnagel zu machen. Ne? Ganz am Anfang habe ich ihn auch noch anders gelernt und dann gab es immer wieder Variationen drin. Ne? Auch sehr unangenehme. Ne? Ich finde die eigentlich sehr angenehm. Ne? Weil es wirklich ein Kuschelnagel ist. Ne? Meine Hüfte setze ich dabei ein. Alles andere, was hier über den Rücken geht oder so, das finde ich kein Kuschelnagel mehr. Ja? Ja. Also, ich gehe erstmal von der Linie runter. Dann mache ich beides gleichzeitig. Ich schneide ja hier runter und bringe seine Handkante hier in meine Hand. Ja? Um ihn hier nur zu fixieren und gleichzeitig, ja, auf der Position, mache ich das. Ich gehe in den Partner wieder rein. Beides gleichzeitig. Also nicht unabhängig voneinander. Dann, jetzt sind wir noch hier wieder auf einer Linie, ne?
Und jetzt bin ich das Kreuzen. Bis hierhin reicht nicht. Ich muss dahin. Und bringt auch euren Oberkörper nicht in eine schlechte Position. Irgendwie sowas. Dann wird es auch wieder tiefer latschen. Das müsst ihr nicht. Ihr müsst hier die Hüfte ausfahren. Das. Und dann komme ich wieder hoch. Ja? Und jetzt sind wir wirklich perfekt. Seht ihr das voll? Nee. Ja? Seht ihr nicht. Das müssen wir jetzt auch machen. Ne? Also, wirklich hüpfen. Ja? Auf der Position hier. Beides gleichzeitig. Hier einfach in die Hand führen, den Atem nehmen und nah an den Körper, ne, des Partners. Nicht zu viel Abstand. Ne? Ja, weil ich muss ja auch meine Hüfte irgendwo nah an die Wand kriegen, ne? Ohne eine Lücke zu lassen. Ja? Und jetzt könnte man auch anfangen zu rollen. Ne? Ja. Ein Dosok, auf den Schultern und schieben. Ne? Vorschulnage. Ey! Das ist ja jetzt übrigens ein Programm zum ersten Mal, glaube ich, drin. Ne? Riote Dori auch. Ne? Jacken haben die. Ja? Da sieht man es noch deutlicher, dass man mit der Hüfte arbeiten muss. Jacken haben die. Ne? Ich positioniere meine Füße, was man so los, als wollte ich hier einen Schino malen. Genau die gleiche Position. Also ich gehe hier hin. Dabei schneide die Hand aber runter und die zwischen Daumen und Zeigefinger fassen. Ist eine Variante. Oder der Daumen geht rum und ich mache hier einen Yonkin von der Handposition. Was aber ein bisschen schwieriger ist. Wir bleiben dabei, die Hand geht runter und die geht hoch. Und dann mache ich mich auf den Weg hier frei, um mit der Hüfte eintreten zu können. Nämlich hier. Auch hier erstmal nur auflegen oder nur mal den Eingang machen. Versucht nur mal den Eingang, das reicht. Also, Yakuhangi, Ryotedo. Fußposition, Handposition. Fangen wir damit an. Die Hand geht runter, die geht hoch. Auf dem Nase, ne? Ja, erstmal bis dahin. Das Eintreten machen wir dann in den nächsten 5 Minuten nochmal. Ne? Also, das ist ja Shionaga, ne? Kennen wir. Fußposition ist die gleiche. Machen wir nur mal die Hand dazu. Und dann hätte ich nur noch die hier und die macht das. Versucht auch wirklich am Anfang der Bewegung ist es ein Schneiden. Zumindest mit der Hand. Ich muss auch beides gleichzeitig machen. Es ist schwierig, hier erst und dann die Füße zu bewegen. Ich muss beides gleichzeitig machen, langsam. Hier ist es ein Schnitt noch. Hier fasse ich, hier fasse ich. Ja? Und dann kann ich rein. Also denkt dran, ne? Es ist eigentlich die Rechtsposition wie beim Spionage und so aus Tatate. Das. Nur dass ich die Hand hier hinbringe. Ja? Und die Hand, was tut mal los, die geht nach da. Konzentriert euch wirklich also auf Fußfüße. Ich stehe im rechten Winkel nahe zum Partner. Und die Hände. Das. So, einige waren ja jetzt schon gar nicht beim Koshinago, da haben die schon aufgeführt. Die waren ja eigentlich noch ein bisschen bei der Handposition. Und da bleiben wir jetzt auch. Wir lassen mal den Koshinago weg, aber wir machen einen Wurf in die Richtung. Ja? Wir lassen den Partner rollen. Ey! Oder
wer es möchte, ne, als Kochen machen. Fußposition. Oder rollen. Wenn die nach da oder nach da werfen können. Ja, jetzt sind wir ja noch, ich sag mal, im Kion-Bereich. Ne? Das heißt, ich teile die Bewegung auf. Ne? Eins, zwei, drei. Ein bisschen schwieriger wird das natürlich dann mit dem Werfen nach außen, wenn man ins Avance schon geht. Rache ist ja auch, sag ich mal, die nächste Stufe, das wirklich ins Avance, also nur mit dem Partner zu agieren. Nicht in einer getrennten oder in einer Abfolge, sondern das fließt ganz langsam. Ich nehme das auf. Versuch das mal, ja? Ganz langsam zu machen. Bewegungen einsetzen. Eins, zwei, runter und Schwert hier vor meine Mitte kommt. Sicher beobachten, aufstehen.
schlägt, ablegen und beim Aufstehen den Partner beobachten. Nicht einfach weggehen und ich habe da was am Bein gehabt. Ich muss den Partner beobachten. Ich was toller. Ja, meine Füße, ich gehe vor den Partner. Und der Ellbogen, das Handgelenk sollte auf der Matte bleiben. Dann bin ich der falsche Aikidoka. Ja, da ist so. Ja. Ich kann ihn ganz weich, ganz leicht bewegen.
Energie wieder mit. Ist aber auch eine ganz andere Bewegung von den Füßen. Von meiner Mitte. Mach das mal. Setzt jetzt noch voraus, wenn wir der Bewegung arbeiten, dass er mir das gibt, wenn ich Bewegung habe, die ich umgehen kann. Es gibt einige Leute, die haben etwas größere Handgelenke, ja? Wenn ich die dann hier festhalten will, habe ich ein Problem. Genau. Und dadurch, dass ich ja hier zugreife und dicht mache, blockiere ich noch sein Handgelenk, was ich ja eigentlich etwas verdrehen möchte. Ich würde so probieren, runterstreiten, ist mal richtig, ja? Aber ich halte jetzt nicht hier direkt das Handgelenk, sondern greife in die Hand rein, dass ich hier den Daumen auf den Hand drücke. Jetzt ist nämlich das Handgelenk wieder beweglich. Ich habe ihn unter Kontrolle. Als er der Meinung ist, thank you.
schön. Ich stehe aufrecht, ich fixiere die Achse und jetzt bin ich höflich und helfe beim Aufstehen. Verhebung, Schulter, Ellbogen, Handgelenk. Solange ich die Finger senkrecht nach unten zeigen lasse, ja, passiert das, ist er frei. So, nicht. Leichter Bogen, Brückenbau, Aikido verbindet. Hier dran. Und unten nach oben schieben. Ich drehe ihn auf meiner Stelle. Versuchen jetzt mal so zu verhebeln, Handfläche ans Knie und dann nicht das Knie bewegen großartig, sondern die Hüfte arbeitet. Wieder weggehen, Partner beobachten. Eins, zwei, drei. Zwei, drei,
4. Nehme ich den Spiel, das Spiel. Hier und dran gehe, nehme ich das Spiel hier mit zu stoßen. Tut mir nicht weh. Aber ich kann reingehen. So, das ist eine Variation, denkt man. Ja. Nicht, dass man meint, ja, ich bin hier runter, ja, und der Partner ist noch frei mit dem Ellbogen. Das kann ich blockieren. Aber der Situation entsprechend einsetzen. Wer weiß, was passiert? Ich weiß, was passiert. Wir alle wissen, was passiert. Jeder Aikiduka ist vorprogrammiert. Ist so. Jeder Aikiduka kann jedem anderen Technik auch kaputt machen, weil er genau weiß, was kommt. Es sei denn, man nimmt mal jemanden aus einer anderen Richtung. Judo, Karate, Jiu-Jitsu, Jaido, alles möglich. Und dann werdet ihr sehen, was passiert, ob IQ funktioniert, wenn der Partner programmiert ist oder nicht. Und es sollte eigentlich immer funktionieren. Muss nur ein Tacken besser sein. Ein ganz kleines Milliprozentchen, das reicht schon. Um für mich einen Vorteil rauszuarbeiten. So. Nächstes Problem, was man immer so hat bei Sanky, Omoto Uma. Also ich hatte da ab und zu Probleme gehabt am Anfang. Wann mache ich Omoto, wann mache ich Ura? Vorschläge? Mach ich. Dafür sitzen wir hier. Mal gucken, ob wir alle dann auf den gleichen Nenner kommen. Roland. Also jetzt kommen. Ja. Wie? Falsche Frage, mal so, also die Fragestellung. Wie muss ich Ura einladen? Oder wann ist Ura Ura? So, Vorschläge. Bis dahin. Ura. So, jetzt sind die Cracks dran. Hier dann. Hier geht's weiter. Hoch. Nein. Nein. Du hast hoch oben gesagt. Ja. Mal so. Das wäre gut. Und dann haben wir den Knackpunkt schon entschieden.
Das dauert. Okay. Das musst du heute Nacht mal überdenken. Ich finde das ein wirklich schwieriges Problem mit Mutter und Opa beim Sankyo, das auszuarbeiten. Wer mich kennt, weiß, aufgewachsen in DHG. Also im DHB, warte mal, wie das? Wird genauso gemacht, wie du gerade gezeigt hast, das stimmt. Mittlerweile. Ach, ja, ich rede von früher. Früher war das hier Kirin, Omot. Genau. Und das war früher so. Glaubt es nicht. Immer noch so? Es gibt auch noch die originalen Tenkan. Tenshinhage Tenkan gibt es auch. Ganz neu. Hat er dir mal gezeigt. Es gibt auch Kongshinhage Tenkan neuerdings. Ja, kannst du sehen, wie innovativ diese beiden Herren sind. Ein Kirchhofer. So, eins. So, jetzt leite ich Hofer an. Hoch. Hoch. Jetzt läuft der Ball. Schulter nach unten halten. Kein Hier blockieren, kein Hier blockieren. Wichtig ist, dass hier ein Knick da ist. Wenn ich den Ellbogen blockiere, wird die Schulter nicht mehr hochkommen. Und da bitte nicht rumreißen, sondern fixieren, fixieren. Schaut euch die Augenfarbe des Partners an. Die verändert sich. Wenn so rot wird, dann ist es zu weit. Okay. Fehlerquelle meiner Hand. Wenn ich hier so sitze und jetzt versuche, hier Shiatake zu machen, habe ich kein Problem. Oder hat er kein Problem, ich habe eins. An mir ein Tachi, einer kniet, einer steht. Im Stehen würdet ihr auch nie so an. Macht ihr so im Stehen? Nee, ne? Obwohl, jetzt umgekehrt. Genau, das mache ich auch. Jetzt steht er nämlich ganz anders da. Shionage heißt eigentlich Schwertwurf. Oder vier Seitenwurf. Ich kann auf jeden Fall vier Richtungen werfen, wenn ich möchte. Wir machen jetzt mal eine etwas faulere Variante dazu, wo ich mich eigentlich kaum anstrengen muss. Wichtig ist, ich bringe meine Hände vors Zentrum. Und fixiere hier, dass Peter nicht mehr loslassen. Wenn er loslassen sollte, hier nicht mehr rauskommt. Jetzt hebe ich das Schwert. Kannst nichts erzwingen. Das ist eine ganz leichte Übung. Eine ganz leichte Übung. Ihr werdet sehen, wie ihr euren Partner damit bewegen könnt. Ja. Ich schiebe den Ellbogen runter. Er hat nur eine Möglichkeit, hier rauszukommen. Liegt hier, kannst du ja abholen. Genau. Auch von uns. Ja, okay. Ich brauche jetzt nicht hier irgendwie ziehen. Das möchte ich auch nicht. Ich kann Atemie setzen. Ja. Der läuft mir von ganz alleine auch nicht mehr. Größer als ich. Das heißt, für mich ist es jetzt viel ganz böse, dass ich sitze. Für ihn ist es böse, dass ich sitze. Okay. Ich mache die Leonardo so. Super cool, ja. Thank you.
zweite Pille mit den Sprachen eigentlich. Ne? Okay. Nun haben wir ja zwei Hände. Die eine geht hierher, um die Scheide festzuhalten und die andere das Schwert rauszuziehen. Jetzt fasst er mir halt die eine Hand. Festhalten. Ab! Zur Verwirklichung. Okay, danke erstmal. Das war so ein bisschen was für euren Hinterkopf, dass ihr versucht, die Technik, um die es gerade geht, so mal für euch alleine abzuarbeiten, um die Sinnhaftigkeit zu erhöhen. Und letzten Endes, das ist schon mal angeklungen heute, alles das, was ich tue, eigentlich nur das. More to do it. More. Oh, more. Da! So. Jetzt hält er mich fest und ich kann ihn nicht schneiden. Mach nur. Nochmal von da. Was passiert hier? Das hatten wir heute den ganzen Anfang. Das, was ich tue, ist, ich kümmere mich um ihn überhaupt nicht. Ich nehme mein Schwert, weil vielleicht von da noch jemand kommt. Ja. So, auf den können wir noch abarbeiten, wenn das Schwert noch gar nicht gezogen ist. Worte. Wie fasst man sowas, wenn man Schwert anfasst? Ich versuche da also wieder zu verhindern, dass ich hier rankomme. Das impliziert, dass wir zwei Möglichkeiten haben, mit Morotte Kopfhörer umzugehen. Eine. Versucht das in euren Hinterköpfen ablaufen zu lassen. Immer und immer wieder. Das sind immer wieder die gleichen Sachen. Thank you.
Im Normalfall würde man das richtig, das mache ich jetzt lieber nicht, aber wir müssten dann auch in dem richtigen Fluss sein. Und dann sind wir wieder so schnell, dann kann man erstens nichts erkennen und zweitens wird es dann wieder so hammerhart. Aber um in der weichen Linie zu bleiben, können wir uns das einfach mal gönnen. Da
Ja, wollen wir trotzdem einmal machen, wenn wir jetzt noch mal dieses E-Mail arbeiten mit der Form. Hier, da gehe ich direkt runter. Geschärfte Version. Weniger geschärft. So, wir nehmen aber die Keyhorn-Variante. Bis zum Alter. Was man natürlich nicht machen darf hier, ne? Im Block das Ganze hier, man kriegt es vielleicht selber ins Gesicht. Wie wichtig ist es dann da? Wenn man das so benutzt. So. Geh mit! Ich wollte nur weiter hierher. Nein, schon mal. Langsam. Auch hier, auf der Seite geht das. Ich muss dann halt beziehungsweise, dass ich nicht hier rein schnappe. Ja. Nur der Vollständigkeit halber, dass auf beide Seiten die Bildung, wo sind sie hier? Und bitte, wenn ihr mit rechts zufasst, ist der rechte Fuß am Anfang auch vorne. So. So, so. Alter. Was ist das? Kuno, Kuno. Zweiter, schön langsam. Wir zelebrieren das absichtlich deswegen, damit ihr die Winkelposition zum Partner rauskriegen. Hier gibt es nämlich durchaus gefährliche Stellen, die müssen wir natürlich ausarbeiten oder raus. Wenn ich jetzt nämlich hier schon reingehe, könnte es passieren, dass es abbricht. Also ich spreche aus Erfahrung sowohl eine als auch durch mich voneinander. Ja. 90 Grad, dann wird es ungefährlich, durchschlagen. Das ist auch so, dass ihr müsst die Techniken, auch wenn wir sie langsam oder aus Doppeldruck bis zum Ende durchführen. Nicht im Schlag damit. Nee, das ist immer bis runter. Thank you.
dran sind, wie soll ich es sagen, einfach aus dieser, diesem Moment heraus, dass ich den Partner durchaus lasse. Ja, ich muss ja nur weg, ich muss ja hier nichts machen. Es kostet ja nichts, was ich hier tue. Und wir nehmen uns den vor, wo wir vorhin sowieso schon mal gearbeitet haben, die Kutte der Eschi, Slow Motion. Was ich nicht tun darf, ist Folgendes. Jetzt das. Das schaffe ich nicht. Wenn ich merke, da passiert was, dann ist der Rauch schon los. Ich muss wirklich in den Angriff hinein. So, dann kriegen wir natürlich auch eine entschärfte Version hin. Andere Seite. Oh.